Es ist vollbracht, Herr. Ich bin sicher, ihr werdet beeindruckt sein. Im Übrigen habe ich mir erlaubt, Killian Keen aus Trostkap einzuladen. Er ist euer neuer Bestienmeister und wartet am Bestienpferch auf euch. Ein vortrefflicher Bestienpferch, nicht wahr? Killian und seine Tiere werden sich hier wohlfühlen. Nicht eine Feste an der Eisbruchküste nennt einen so grandiosen Bestienpferch ihr eigen. Ich habe gerade erst angefangen, Herr. Mehrere Schriften, die ich in der Feste gefunden habe, beziehen sich auf einen ungewöhnlich großen Anbau neben dem Hauptgebäude. Dafür brauche ich 2 Bündel Amberholz, 2 Bündel Segeltuch und 4 Bündel Seestahl. Ein Tagebuch, das, glaube ich, dem ursprünglichen Waffenmeister hier gehörte, hat mich überzeugt, dass das eingestürzte Gebäude links neben der Feste eine Rüstkammer war. Es enthält einige merkwürdige Andeutungen, dass er eine Methode zur Einschätzung der Kampfkraft eines Schülers entwickelt hat. Aber das ist mir zu hoch. In meinem Traum sah ich einen Anbau neben dem Hauptgebäude. Inzwischen weiß ich, das war die Rüstkammer. Dort wurden Waffen aufbewahrt, das ist klar. Aber gleichzeitig war sie eine Art Kampfkunstakademie. Die Dwerger haben Rüstkammern gebaut und ihre Waffenmeister zu erkennen gelehrt, welchen Schaden man mit Waffen oder Zaubern verursacht. Großartig. Ich mache mich gleich ans Werk. Sie wird das Ebenbild der ursprünglichen Rüstkammer sein. Wenn die Zeit reif ist, müssen wir euren Waffenmeister mit Bedacht auswählen, auf dass er einer solchen Rüstkammer würdig ist. Müfa hat mir von einem Neuankömmling in Trostkap erzählt, der interessiert sein könnte. Die Rüstkammer ist noch nicht fertig. Fragt mich später noch einmal. Wiedersehen. Ihr müsst der mächtige Herr sein, von dem Paddy erzählte. Er hat immer wieder davon geschwärmt, wie großartig und gütig ihr seid. Um ehrlich zu sein, bin ich nur wegen des Windes hierher gezogen. In diesem Kaff an den Klippen war es ein bisschen windig. Ich? Ich fürchte, ich bin unverkäuflich. War nur ein Scherz. Ich weiß, das habt ihr nicht gemeint. Spendiert mir später was zu trinken, dann können wir vielleicht reden. Wir waren vor der Küste der Eratel-Ebenen in eine Nebelbank geraten, als vor uns plötzlich ein anderes Schiff auftauchte. Der Kapitän wollte noch beidrehen, dabei sind wir auf das Riff gelaufen. Dann ist das Schiff gesunken und ich wurde hier angespült. Ich konnte nur einen kurzen Blick auf das andere Schiff werfen, aber ich glaube, der Name begann mit einem U. Mein Angebot ist recht vielseitig, zum Teil aus der Not heraus. Wir sind hier am Ende der Welt. Hütet euch vor den Scuffs. Thank you.
Freut mich, euch kennenzulernen. Ich bin Killian, Bestienmeister. Paddy hält, was er verspricht. Ein vortrefflicher Bestienpferch, in dem jeder gute Bestienmeister nur allzu gerne arbeiten würde. Ich wurde ausgebildet, zu kämpfen und die Tiere den Menschen untertan zu machen. Aber das ist hier nicht sonderlich gefragt. Wir mussten nie kämpfen, dank Akaras Schutz. Und Alda duldet keine Tiere im Dorf. Er hält große Stücke auf sich. Aber ich könnte mir keinen besseren Verbündeten für euch vorstellen. Ich bin Alda wirklich dankbar für alles, was er für uns tut. Aber ich passe nicht nach Trostkap. Ich bin ein weltbekannter Bestienmeister. Gebt mir irgendein Tier und ich dressiere es. Wenn ihr mir etwas Futter besorgt, das ich als Köder auslegen kann, dressiere ich einen Begleiter für euch. Ja, das habe ich schon als kleiner Junge gemacht. Ich kann beinahe jedes Tier dazu bringen, in der Feste zu leben und zu arbeiten. Wollt ihr einen großen oder einen kleinen Begleiter? Denkt daran, dass ich immer nur drei Begleiter halten kann. Je größer, desto besser, was? Was hättet ihr denn gern? Bären sind ziemlich lustig und halten Ungeziefer fern. Gebt mir einen Tag, um einen zu finden. Dann können wir loslegen. Gebt mir etwas Zeit, um euren Begleiter zu dressieren. Ihr wollt doch nicht, dass er euch die Hand abbeißt, oder? Einen schönen Tag noch. Hallo. Wiedersehen.